Als Tiroler Familienbetrieb haben wir uns seit mehr als 60 Jahren für die Produktion von Traktoren und Transportern für die Grün- und Berglandwirtschaft, für die Landschaftspflege, für Forst und ganz besonders für den Kommunaleinsatz konzentriert. Eigentlich war es die Anregung der umliegenden Landwirte, die meinen Großvater, damals als gelernten Flugzeugbauer, animiert haben, Traktoren zu bauen. Traktoren für das Berggebiet, die hat es noch nicht gegeben. Das war was Neues und das war eigentlich der Beginn der Traktorenproduktion in Kundl. Durch die spezielle Ausrichtung auf die Berglandwirtschaft gibt es doch einige Dinge, die man da erwähnen kann. Nämlich, es fährt die ganze Familie mit dem Fahrzeug. Es handelt sich hier ja um landwirtschaftliche Familienbetriebe. Also jeder hat seine eigenen Ansprüche. Und eine Episode ist mir noch in Erinnerung, die auch in die Entwicklung eingeflossen ist. Nämlich eine Bäuerin ist an uns herangetreten auf einer Messe und hat sich beklagt, dass sie mit dem Rock relativ unbequem im Fahrzeug sitzt. Sie will die Schaltung mehr seitlich haben. Und das war der Anlass, dass wir den Auftrag an die Entwicklung gegeben haben, die Schaltung, die in den 70er, 80er Jahren mehr in der Mitte des Fahrzeugs angebracht war, auf die Seite legen. Seitdem gibt es einen komfortablen Arbeitsraum, auch für die Bäuerin, egal ob sie im Rock oder in der Hose beim Traktorfahren im Einsatz ist. Man braucht nur wenige Jahre in die Vergangenheit zu schauen und sieht, was sich alles geändert hat. Es passiert einfach alles viel schneller. Dadurch, dass die Kunden mit dem Internet verbunden sind, viel besser untereinander vernetzt sind, auch über soziale Netzwerke, ist die Information viel schneller verteilt. Und dadurch, dass wir in den letzten Jahren vor allem im Export gewachsen sind, ist natürlich die sprachliche Herausforderung eine größere als früher. Früher sind wir mit Deutsch alleine durchgekommen, heutzutage müssen wir auch Englisch und Französisch sprechen, um unsere Kunden bestmöglich zu bedienen.